dass es in Dubai im Sommer zu heiß ist. Es ist einer auf dem Elefant Kate in Thailand. Und er hat sich recht ungeschickt angehört und wollte den Veranstalter verantwortlich machen, wobei eigentlich alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden sind. Und es hat sehr gute Wechsel gegeben, briefliche Wechsel. Und das war sehr amüsant gewesen, ja. Und ein Kunde ist reingekommen in St. Gallen, in Winterthur in Filiale, und gesagt, er möchte einen Camper auf den Malediven. Ganz lustig war, dass uns mal ein Kunde hat ein schriftliches Reklamationsschreiben gemacht. Er habe Unterwäsche gefunden im Zimmer, also unter der Matratze, sozusagen auch von der Vorgänger oder Vorvorgänger. Das wissen wir ja leider bis heute nicht. Und dann ist er irgendwie mit dem Antwortschreiben vom Kundendienst nicht zufrieden gewesen. Und dann hat er doch tatsächlich, etwa 3-4 Wochen später ist das dann gewesen, die Unterhosen uns per Post noch eingeschrieben zugeschickt. Wo die Unterhosen heute sind, weiss ich nicht, aber vermutlich irgendwann in der Schublade. Von den Malediven, wo sie hat die Ferien abbrechen musste, weil sie sich nicht mehr ins Wasser getraut hat, weil sie dort Haie hat, die in Strandnähe. Und ich war kürzlich auf einer Reise in Indochina mit Spezialisten. Und da gibt es also Leute, die sich Spezialisten auf die Stirn schreiben und dann in einem buddhistischen Land am Fahrrad die Füße ins Gesicht strecken im Bus rein. Da musste ich mich also schon ein bisschen fragen. Gerade bei der Immigration in den USA, wo wegen einer einzigen Schlaftablette ein grosses Drama gemacht worden ist. Das war so etwas vom Extremsten, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber das haben wir können regeln. Für mich persönlich war das der Bau einer Insel auf den Malediven. Das ist eine sehr lange, sehr spannende Geschichte, die erzähle ich Ihnen irgendwann mal, wenn wir mehr Zeit haben. Also wir haben mal jemanden gehabt, der gekommen ist und gefragt hat, ob das normal sei, dass man im Flugzeug nur so kleine Sandwich bekommt. Und dann hat mich die Kollegin angeschaut und gesagt, natürlich gefragt, ja, mit welcher Airline sind Sie denn geflogen? Dann hat sie irgendeine Billig-Airline gesagt, ich weiss jetzt auch nicht mehr welche, auf jeden Fall. Hat sie dann ein riesiges Zeug daraus gemacht und das war ja, ein bisschen lustig für uns, weil wir haben natürlich erstens mal gar nicht gewusst, was wir jetzt sagen sollen. Die ungewöhnlichste war, dass mir ein Kunde gesagt hat, bei einem, der auf einem Swissflug war, die haben die Prospekte, oder auch den Swiss Prospekt, wo drinnen gestanden sind, im Tessin sei der Hauptort Lugano. Ist gestanden dem, also ja. Für die Swiss, oder? Ist ja ein Repräsentant für die Schweiz und das fälschlicherweise, und das hat den Kunden geärgert, oder? Und hat sich dann bei unserem Unternehmen gemeldet, dass, wenn man darauf kommt, Lugano und nicht Bellinzona als Hauptort von Tessin dort zu publizieren. Oder? Das war noch ganz speziell. Ja. Dass das Küsse unbequem war, dann am Schluss ist er zurückgekommen und war halt nicht begeistert von seinem Küsse. Und dann ja. Dass einer von unseren Gästen den Arm gebrochen hat, weil er aus dem fahrenden Bus ausgestiegen ist, weil er in die falsche Richtung gefahren ist. Eine Kundin hat mal reklamiert, dass sie ein Rauschen von der Wellen gestört hat, obwohl sie ein Strandhotel hat. bei uns war gerade letztens der Fall, dass sie am Baden waren, die Kunden, und dann sind sie von Fisch beknabbert worden. Also. Ein Kunde hat sich reklamiert, er war in Marrakesch und dass es nur so arabisches Essen gab, so Couscous und so, und das Wetter viel zu heiß war. Aber es gibt wirklich immer wieder lustige und kurlige Sachen, wo Leute sagen, ihnen sei der Pass gestohlen worden, an Bord, wo gar nicht wirklich möglich ist, und bis dann gemerkt haben, dass es ihnen aus dem Sack gefallen ist. Also ganz viele verschiedene Themen, wo man da täglich konfrontiert werden damit. Genau.